Der Mittelstand ist die tragende Säule des deutschen Wirtschaftswachstums. Durch die fortschreitende Digitalisierung, neue Player im Markt und verbesserte Nutzungsmöglichkeiten von Daten stehen die Unternehmen aber vor großen Herausforderungen. Diese digitale Veränderung betrifft uns alle. Aber was heißt das eigentlich? Heutige Startups werden künftig 10% der Wirtschaftsleistung in Deutschland generieren. Der neue digitale Mittelstand wird zur festen Größe in der deutschen Wirtschaftslandschaft. Wir haben in Deutschland ja eine lange Tradition von erfolgreichen Gründern, von erfolgreichen Unternehmern, gerade im Mittelstand. Im digitalen Bereich haben wir durchaus Nachholbedarf. Da sind andere stärker als wir in Deutschland. Deswegen glaube ich in der Tat, wir brauchen mehr Weltklasse-Gründer. Das heißt mutige Unternehmertypen, die ein Geschäftsmodell nachhaltig entwickeln, nachhaltig zum Wachsen bringen, internationalisieren und auf diese Art und Weise Werte schaffen. Bei den Unternehmen im traditionellen Mittelstand läuft die Digitalisierung in verschiedenen Geschwindigkeiten. Auch heute funktioniert die klassische Produktion bei vielen sehr effizient. Doch Produktionsprozesse und Wertschöpfungsketten verändern sich. Das Stichwort ist hier Industrie 4.0. Die Zukunft gehört der Smart Factory. Intelligente, vernetzte Maschinen sind nur ein Beispiel dafür. Das haben auch die traditionellen Mittelständler erkannt. Sie brauchen Lösungen zur Modernisierung ihrer Prozesse und suchen Partner, um den digitalen Wandel erfolgreich zu gestalten. Dabei ist die Zielrichtung nicht immer klar. Wohin wird die Industrie 4.0 führen? Hier kommt der neue digitale Mittelstand ins Spiel. Die Unternehmen konzipieren innovative technische Lösungen. Diese werden zunehmend so entwickelt, dass eine einfache Integration möglich ist. Eigenproduktion stellt daher nur noch bedingt eine Alternative dar. Open Architecture und vielseitige Sparten haben uns schon lange erreicht. Nie war die Entwicklung junger Unternehmen so schnell, haben sich Geschäftsmodelle von einer kleinen Gründung hin zu einem Multimillionenunternehmen so rasant entwickelt. Erfolgsgeschichten gibt es viele und die nachhaltigen Geschäftsmodelle behaupten sich im Markt. Als Mittelstandsbank sind wir auch eher Teil eines traditionellen Unternehmens. Aber wir sehen auch in der Digitalisierung eine große Chance. Wir verbessern die Prozesse und digitalisieren sie für unsere Kunden. Als moderne Multikanalbank wollen wir dem Kunden überlassen, über welchen Kanal er am Ende des Tages mit uns dann kommuniziert. Wir sehen uns hier am Anfang eines sehr strategischen Weges. Als strategischer Partner wollen wir aber auch hier den digitalen Wandel fördern und gestalten. Und wir sehen uns als Intermediär zwischen dem traditionellen Mittelstand und dem neuen digitalen Mittelstand. Mit beiden wollen wir hier diskutieren, was sind die Herausforderungen und wie können wir diese meistern. Und damit wollen wir heute beginnen.